Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem 2-Minuten-Network-Wiki. Mein Name ist Willi Morand und heute ist ein schöner Tag. Wir sprechen heute über etwas, was wichtig ist in unserer kleinen Special World Sponsor Series, und zwar über den Punkt: Jetzt beginne ich meine Organisation zu strukturieren. Also, wenn ich angefangen habe, mit meinen Leuten die Liste zu machen, wenn ich angefangen habe, sie zu trainieren, wenn ich mit ihnen die ersten Termine gemacht habe, wenn ich einen Stützpunkt geschafft habe, wenn ich mir Verbündete gesucht habe, dann muss ich generalstabsmäßig planen, wie ich expandiere. Wie expandiere ich? Ich gehe dorthin in 2 Städten. Ich lebe jetzt sozusagen nicht in 2 Städten, sondern in 2 Ländern, das heißt in meinem Heimatland und dort, wo ich eine Organisation aufbaue. Weil ich kann nicht alles meinen Verbündeten überlassen und den Leuten vor Ort halt, sondern sie brauchen Betreuung. Also muss ich eine Planung machen. Wann bin ich wo, zu welchem Zeitpunkt, dass die Leute auch eine Promotion haben, wenn sie hingehen, dass sie etwas machen, dass sie jemanden auch sagen können, du, in einer Woche, in 2 Wochen, in 3 Wochen, kommt auch jemand aus Deutschland. Das ist derjenige, der alles drauf hat. Und das ist eine Promotion, die ihr aufbaut, indem ihr immer wieder auf einen Termin hinarbeitet, neben eurem Tagesgeschäft, wo ihr die Leute einsammelt. Doch kommt dann derjenige und dann macht man zusammen eine größere Veranstaltung mit allen zusammen und qualifiziert sie auf die nächsthöhere Stufe. Das ist das, was ihr machen müsst, wenn ihr im Ausland seid. Also sehr, sehr wichtig ist, fangt eine generalstabsmäßige Planung zu machen, weil wenn ihr dann wieder rübergeht, muss die Zeit sitzen, ihr müsst sie ausgeplant haben, weil ihr habt nur limitierte Zeit zur Verfügung und die muss genau eingeplant werden, wann ihr wo seid. Oder macht doch einen Tourplan zusammen mit euren ganzen Partnern irgendwo in irgendwelchen Städten, diese Termine macht, auch Einzeltermine, es muss nicht immer 10 oder 20 Leute sitzen, aber nutzt dann die Zeit da und seid mindestens einmal im Monat da. Und das solltet ihr fürs erste Jahr machen. Das ist wichtig, wenn ihr mehr da sein könntet, noch besser, aber das ist sehr wichtig. Macht einen Rhythmus, weil einmal in ein Land reingehen bringt nichts. Ihr müsst immer wieder monatlich, wöchentlich in einen bestimmten Rhythmus wiederkehren, damit die Leute sich auf euch verlassen können. Also, denkt daran, sprecht mit 10 Leuten, egal was ihr macht, und achtet darauf, dass ihr einen Rhythmus findet.